denn das nicht? Glaubt Ihnen das nicht? Erstmal herzlichen Dank, dass Sie mir hier ohne Ausführungen und Erschöpfungszuschauer zugehört haben. Danke. Ich glaube, das wird schon wieder gut gehen. Das ist immer gut gegangen und das wird wieder gut gehen. Den wird Sie jetzt wohl gesehen haben und gehört haben, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Ich schicke jetzt gleich weiter an die Claudia. Ja, erstmal vielen Dank, Waldemar. Ich fand das sehr interessant und finde das sehr wichtig, dass wir auch wirklich einen Fachmann haben und wirklich die Fakten auf den Tisch kriegen, weil jeder von uns an den Infoständen oder in Diskussionen im Privatbereich oder mit der Nachbarschaft oder der Familie genau mit solchen Fragen ja auch konfrontiert wird. Und das ist, glaube ich, ganz schön tückisch, wenn man nicht genau weiß, aha, das wollen wir und das wollen aber auch die anderen. Also von daher fand ich das sehr, sehr wichtig. Ich bin selber überhaupt keine gesundheitspolitische Expertin, das weiß auch, glaube ich, jede, gut, dass wir welche im Raum haben. Aber ich komme eher von der politischen Seite zu dem Thema und denke, es gibt kaum ein Thema wie die Gesundheitspolitik, wo sich die sag mal, soziale Frage oder die Frage der sozialen Gerechtigkeit so drastisch stellt und deutlich machen lässt. Und wo du das vorhin ausführtest mit dieser Entwicklung, die uns bevorsteht, wir haben so eine Basis Gesundheitsversorgung und alles andere, inklusive Zahnersatz, könnte in Zukunft als Zusatzversorgung, natürlich dann ohne Arbeitgeberbeitrag, auf uns zukommen. Da fiel mir ein, dass wir vor einigen Jahren, da war nämlich auch ein Wahlkampf, ich glaube auch ein Landtagswahlkampf, nee, Bundestagswahlkampf, Plakate hatten, wir möchten nicht, dass in Zukunft die Kinder an ihren Zahnlücken erkannt werden oder aus welchen Familien sie kommen. Und das ist natürlich sehr plakativ, aber das ist genau auf den Punkt gebracht, die Entwicklung, die du geschildert hast. Und jeder, der mal in den USA war, weiß, dass es da tatsächlich dieses Bild gibt, dass man da tatsächlich die Kinder aus armen Familien in die Armut anzieht. Hier ist es ja auch so, dass manche dicker sind und ein bisschen ungepflegter aussehen. Das kommt vor, je nachdem, wenn die Familie sich nicht richtig kümmert. Aber da ist es auch wirklich die Zahnlücken und das gesundheitliche Äußere. Und da denke ich, haben wir in diesem Land und in Europa Gott sei Dank so eine Tradition der sozialen Gesetzgebung und der Sozialversicherung, wo wir stolz drauf sein können und wo wir wirklich alles tun müssen, dass wir diesen Weg, kannst du mal schon machen, dann hier, dass wir diesen Weg einer negativen Amerikanisierung da nicht gehen. Und du hattest die Bedeutung vom 9. Mai öfter deutlich gemacht und ich denke, wegen der Landtagswahl gibt es jetzt eben diese Placebos oder diese Bonbon-Geschichten von dem Gesundheitsminister Rösler, um uns alle so ein bisschen milde zu stimmen, wie Kapelle im Karneval. Dazu zähle ich auch diese, wir wollen die Pharmaindustrie dazu zwingen, das billiger zu machen oder die anderen Geschichten, die letztendlich, ja, du hast das deutlich gemacht, nicht viel mehr sind als Placebo und Nebenschauplätze. Ich finde wichtig, dass wir im Kopf haben, das hast du ja auch mehrmals gesagt, es geht hier wirklich um eine Richtungswahl, es geht um ganz entscheidende Punkte und ich habe mir nochmal notiert, ich finde drei große Fragen in der Gesundheitspolitik da wichtig. Das eine ist nämlich die Frage, wie kann man eben ein soziales Gesundheitssystem erreichen, sozialer als das heute ist, finde ich genau richtig. Einmal Bürgerversicherung, unser Vorschlag, wenn der noch nicht durchgesetzt werden oder nicht voll durchgesetzt werden konnte, und Überpauschale auf der anderen Seite. Und dieser Gesundheitsfonds ist jetzt so ein Ding dazwischen, ist besser als Kopfpauschale natürlich und besser als das wir hatten, aber es ist keine Bürgerversicherung. Und ich denke, dass es sich lohnt für uns auch nochmal zu überlegen, was wollten wir mit der Bürgerversicherung, nämlich wirklich, dass alle
in ein System einzahlen, nach ihren Möglichkeiten, und Parität finde ich ein sehr wichtiges Prinzip, und jeder dasselbe rauskriegt, nämlich nicht ein Gesundheitssystem zweiter Klasse, sondern dieselben Leistungen, Bürgerversicherung. Und auf der anderen Seite eben Kopfpauschal, da kriege ich am Infostand gesagt, wieso ist das sozial, dass jeder dasselbe einzahlt. Das sagen ganz viele Leute, das hat jeder von uns schon mal gehört im Bekanntenkreis, ist doch ganz sozial, wenn jeder 150 Euro einzahlt. Aber ich glaube, das ist deutlich geworden, dass das alles andere als sozial ist, wenn wirklich diejenigen, die bisher 60 Euro gezahlt haben, dann dasselbe zahlen wie diejenigen, die 300 oder 400 knapp zahlen mussten. Und die sagen ja auch, die FDP wie auch die CDU, es ist ein Sozialausgleich nötig. Und genau, ich hatte die Zahl aber gar nicht im Kopf, du hast es vorhin nochmal gesagt, 22 bis 30 Milliarden Euro wird es kosten, diesen Sozialausgleich, mit dem die auch rechnen, herzustellen. Und das sagt dieselbe FDP, die diese Steuern senken will, mit diesem Schuldenbeschleunigungsgesetz, um nicht Wachstumsbeschleunigungsgesetz sagen zu müssen, Schuldenbeschleunigungsgesetz. Also spätestens da kann man in der Familie, am Infotisch im Bekanntenkreis wirklich sagen, wie wir da aufs Glatteis geführt werden sollen. Das ist nur wirklich schon auch mathematischer Schwachsinn. Jeder sehen kann, so dumm sind die Leute auch nicht, wie die FDP uns hier vorführen will, nämlich auf der einen Seite Steuern runter und natürlich Steuern für Hoteliers erst recht runter und für ihre Klientel, und auf der anderen Seite mal eben 22 bis 30 Milliarden Euro hoch.